Hallo ihr drei, ich freue mich so, euch zu sehen. Wie geht's euch? Ja, Mama, wir freuen uns auch. Uns geht's soweit gut. Dem Baby geht's gut. Und naja, also der Umbau läuft ja jetzt auch. Und bald habe ich auch meinen nächsten Termin beim Arzt. Und dann wissen wir hoffentlich auch endlich, was es wird. Ich hoffe, dass es ein Mädchen wird. Ach Lisa, aber ein Junge wäre doch auch cool, weil dann könnte ich nämlich immer mit ihm Fußball spielen. Und das wäre doch echt toll. Ach ihr beiden, ist doch egal, was es wird. Auf jeden Fall wird es wunderschön. Ja, ihr, das denke ich auch. Ich freue mich auf jeden Fall schon richtig. Und Opa freut sich auch. Wo ist eigentlich Opa? Opa ist gerade noch arbeiten. Heute Abend kommt er wieder. Was arbeitet er denn zurzeit? Was macht er denn? Hat er ein Projekt, an dem er beschäftigt ist? Ja, er hat so ein neues Projekt hinten im Wald. Da steckt er den ganzen Tag. Ja, aber Marlene, sag mal, wie weit sind Sie denn im Haus bis jetzt? Naja, also die Bauarbeiter müssten jetzt im Moment beim Umbau des Hauses sein. Ich denke, morgen oder vielleicht sogar auch heute, je nachdem, wann Sie uns anrufen, müsste das Haus schon fertig sein. Richten wir dann gleich unsere Zimmer ein. Felix, freut sich da etwa schon jemand? Ja, natürlich. Ich meine, dann bekomme ich endlich ein neues Zimmer und Lisa auch. Ja, ihr beiden. Ihr habt zwar vielleicht die gleichen Möbel, aber vielleicht bekommt jeder auch ein neues Zimmer. Das werden wir noch sehen. Ihr habt doch bestimmt Hunger, ihr beiden, oder? Ich würde sagen, ich koche uns jetzt erstmal was zu essen. Und zum Nachtisch gibt es Apfelkuchen. Den habe ich extra für euch gebacken. Ich wusste ja, dass ihr heute kommt. Oh ja, wie toll, ich liebe Oma. Apfelkuchen. Danke, Oma. Sag mal, wie stellst du dir das vor? Wie sollen wir das Dach da hochkriegen? Also pass auf, wenn der gleich mit dem Kran kommt, dann heben wir das Dach einfach nach oben. Und dann setzen wir alles zusammen, ist doch einfach. Also, der Innenraum ist frei, die Leitungen sind alle gelegt. Wir können das Haus theoretisch jetzt ansetzen. Wir brauchen nur noch den Kran. Na, hast du recht. Ich werde gleich mal telefonieren, ja? Und bis dahin kümmerst du dich bitte darum, dass die Blumenkisten mal angebracht werden, ja? Alles klar, Boss, wird gemacht. Okay, Leute, die Blumenkästen müssen ran. Die Blumenkästen müssen ran. Alles klar, bin schon dabei. Wird gemacht, Boss. Die Blumenkästen müssen an das Haus. Der Kran kommt gleich. Vorwärts, Leute. Wir setzen das Haus gleich zusammen. Okay, da hinten kommt der Kran. Alles klar, wir sind soweit. Okay, vorsichtig anheben, ganz vorsichtig. Anheben. Okay, Leute, es geht los. So, wir bauen jetzt das Haus zusammen. Los. Schneller, schneller, schneller. Vorsicht. Achtung, schieben. Schieben. Und jawohl. Ja, wir haben es zusammen. So, Leute, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Achtung, ja, ich hab es. Ja, es sitzt, ja. Ich hab's. Saubere Arbeit, Jungs. Jetzt noch die Geländer oben auf das Dach. Jawohl, ja, so ist das gut. Und dann noch die andere Seite. Und ein letzter Ruck. Ja, das sieht perfekt aus. Okay, wir brauchen das nächste Teil vom Dach. Alles klar, Leute. Hoch damit. Okay, langsam. Achtung. So, und jetzt vorsichtig anheben und hoch damit. Jawohl. Gut. Achtung, du erwischst die Tonne. Vorsichtig. Oh, das Dach kommt. Das letzte Teil Dach. Hoffentlich funktioniert alles. Dann haben wir es endlich geschafft. Jawohl, sehr gut, es ist fest. Jetzt nur noch die Geländer. Es hat geklappt, Leute, das Dach ist drauf. Wir sind durch.
war super, Leute. Jawoll. Das war super, Leute. Jawoll. Das habt ihr super gemacht, Leute. Okay, lass uns die eine Wand hier reinziehen und dann ziehen wir die andere noch drüben. Alles klar, du gehst vor. Alles klar, wird gemacht. Dann einmal anheben. Sehr gut. Und weiter vorsichtig. Jawohl, ja. Das ist Millimeterarbeit. Zack. Gut. Die Wand sitzt fest. So, jetzt die andere Seite. Perfekt. Einmal um die Ecke rum. Jawohl. Achtung, noch ein kleines Stück. Ja, okay. Ja, perfekt, Manni. Wir haben es geschafft. Jawohl, das haben wir. Super Arbeit. Check. Jetzt können die Sandmanns wieder einziehen. Alles klar, dann können wir ja jetzt die Familie anrufen. Ja, guten Tag, Frau Sandmann. Wir haben gute Nachrichten für Sie. Wir sind jetzt fertig mit dem Umbau. Wir räumen eben noch den ganzen Schutt weg und dann können Sie theoretisch wieder einziehen. Ja, perfekt. Dann bis gleich, Frau Sandmann. Okay, Leute, aufräumen. Die Familie kommt gleich. So, Leute, das war super Arbeit. Das habt ihr sehr gut gemacht. Ich glaube, die Familie wird sich richtig freuen. Oh, Jungs, seht mal, da hinten kommen sie schon angefahren. Oh, wow, Thomas, schau mal, wie das Haus aussieht. Oh, Marlene, das sieht ja richtig gut aus. Wow, wir danken Ihnen vielmals für den Umbau des Hauses. Es sieht so wundervoll aus. Ach, Frau Sandmann, kein Problem. Das ging relativ fix. Es war gar nicht so schwer. Nein, also einen Dank müssen wir Ihnen wirklich aussprechen. Das sieht sehr gut aus. Gute Arbeit. Ich glaube, hier können wir uns wohlfühlen. Oder ihr beiden? Was sagt ihr dazu? Danke. Ja, es sieht ganz toll aus. Dann können wir das Haus ja jetzt endlich einrichten. Bleibt auf jeden Fall dran, denn in der nächsten Folge seht ihr, wie wir das Haus einrichten. Und dann kommen auch unsere ganzen Möbel. Bis dann. Wenn ihr mehr Videos von Familie Sandmann sehen wollt, dann schaut euch auch andere Videos von uns an. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann klickt auf Abonnieren. Eure Lisa Sandmann.